Hoi! Hoi miteinander! Das erste Mal nehmen wir alle die Handys raus und schalten sie auf Flugmodus oder ab. Das ist einmal das erste. Bitte! Ich war ein sehr, sehr stolzer Oberschüler vor ein paar Jahren. Ich bin auch hier in der Schule, habe sie gerne erlernt, wie der Jörg, der Arno, Caroline, der Herr Eberle. Du bist noch nicht. Und der Herr Kaiser. Ich habe Schauspielschule gemacht, ich habe zuerst Heizung Sanit erklärt, ich bin auch auf München in die Schauspielschule. Und bin sehr, sehr stolz darauf, dass ich mit den Drittklässlern von der Anfrage von Herrn Atlasnik und Frau Hasler dürfen das Projekt machen. Wir haben heute HP2, das heißt, es ist eine Hauptprobe, die zweite Hauptprobe. Die erste Hauptprobe haben wir vorgehabt, das ist die zweite Hauptprobe. Wenn irgendetwas passiert auf der Bühne, breche ich ab und wir wiederholen es wieder. Also es ist eine Probe. Aber sie sind so gut, dass sie es wahrscheinlich durchspielen. Bin mir ziemlich sicher. Vielen Dank, möchte ich noch sagen, an Herrn Brändle. Weil wir haben mit Herrn Brändle noch zwei kleine Filme gemacht, die heute auch noch auf die Bühne kommen. Nach dem Stock haben wir aus, weil noch etwas im Schulzimmer hat, geholt und dann ist die Mittagspause. Ich bin jung und kriminell. Mein Gefühl ist halt so schnell. Ich stehe im Pelz und mache Sack, ich hasse einen Erwachsenenpaar. Ich kaufe eine fette Rolex, denn ich hab wie Jennifer Lopez Posex. Ich sauf Vodka Rock und Red Bull. Nur mit 15 bist du richtig cool. Ich hab Schiss von dem, was kommt, dass irgendjemand einen Arsch wegbombt, dass Bull mich verhaut, dass Bitches meine Gefühle klauen. Die Eltern wollen das Beste. Ey Mann, ich brauche eine schusssichere Weste. Ich soll 100 Sachen machen, das Scheißleben ist echt nicht zum Lachen. Ich find Hausgas sind scheiße. Jeder Lehrer weiß, wie ich heiße. Weil ich viele Sachen klau und kleine Kinder verhau. Für mich macht jeder ein Höschen auf, worauf ich uns mir noch sauf. I fuck them all with crazy chicks und fresse so eine Packung Chips. Ich bin jung, kriminell und hab Schiss. Ey, Zukunft, gib mir einen Kiss. Ich steh auf dich, du Sexy-Eddy, schaff ich das Leben. Maybe! Merhaba, hallo und Zella. Mein Name ist Edan Özdemirel Koçataşit und ich bin Kinder- und Jugendpsychologe. Haben Sie sich auch schon gefragt, warum die Jugendlichen heutzutage so viel Mist bauen? Ich persönlich habe diese Frage studiert und kam zum Ergebnis, dass die Schuld nicht allein bei der Jugend liegt. Ich kann Ihnen sagen, dass unsere Jugend vom Denken her heute besser denn je ist, aber Medien, Eltern, Schule, die ganze erwachsene Gesellschaft macht aus jedem kleinen Scheiß einen riesengroßen Misthaufen. Wir haben eigentlich keine Ahnung von den Schwierigkeiten für junge Menschen,
weil wir ja schon zum rostigen Eisen gehören. Aber sauklug daher reden, das tun alle von uns recht gerne. Schon in der Primarschule wird den Kindern hingehauen, dass sie nicht weiterkommen, wenn sie nichts tun. Unsere Kinder haben keine Zeit, Kinder zu sein. Am besten, sie sollten schon mit 3 Jahren ihre Karriere geplant haben. Dies führt zu Stress, das wiederum zu Verwirrung. Und dann bist du angreifbar für alle äußeren Angriffe. Alkohol, Zigaretten, Drogen, Aggressionen, Faulheit, Depressionen, Lieblosigkeit etc. etc. Kriegen die Jungen etwas zu viel ab von diesen Alterskrankheiten, ist die Folge Wut, Gewalt oder fast noch schlimmer, Hilflosigkeit. Tritt das ein, beginnt ein Rad sich zu drehen, bis ein Jugendlicher komplett zerstört werden kann. Eins führt sich zum anderen und schon werden aus den Jugendlichen dieselben Verkaufsenarten, wie wir sie heute überall auf der Welt haben. Gewalttätig, abhängig, korrupt, geldgeil, machtversessen und maschinell und unfähig zu lieben. Die Jugendlichen sind heute besser denn je. Sie brauchen nicht unsere Fehler. Sie brauchen Liebe, Zuneigung. Sie brauchen das Gefühl, wichtig zu sein. Sie brauchen das Gefühl, als Menschen, so wie sie sind, angenommen zu werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin drogenabhängig und ich weiß, was ich dagegen tun soll. Probier erst mal clean zu werden. Hast du das Bild schon gesehen, was ich umgeschickt habe? Nein, zeig. Look. Oh mein Gott, so eine Schlampe hat dir eine Frau schon lange gesehen. Das will ja niemand sehen. Sie hat eh schon jeder von vorne und hinten gehabt. New world order, I know life is war. The superstar is close to post-war. It only grows hard, only grows hard. He blows his all over his, it's all on it. Coast to coast shows, he's known as the globe trial. Lonely world's child, he knows his grown father. Wieso hast du mir Jachtersteiner Kollegen? Es interessiert dich doch nicht, dass ich so viele Jachtersteiner Kollegen habe wie in einem Bett. Was glaubst du, mein Vater, Uwe? Wie lachst du mir noch über dich? Change, I've been chewed up and spit out and moved on stage, but
Du hast etwas getrunken, dann ist dir voll schlecht geworden und ich habe dich heimbringen müssen. Scheiße, peinlich. Mann, das stimmt nicht so. Sie sind mal richtig scharf geworden. Ja, muss ich doch mal auspeitschen. Oh mein Gott, weißt du, was gestern passiert ist? Ein Kollege von mir hat Alkohol getrunken und hat wegen ihm ins Spital gehen müssen. Ja, ich bin so gerne dabei und bin dann mit ihr ins Spital gegangen. Jeder geht jetzt richtig scheiße. Oh mein Gott, scheiß Alkohol. Es geht gerne. Warum stört es dich, dass sie Ausländerin ist? Vielleicht werben sie sich ja. Meine Kinder würden in dem Alter nie Oma machen. Bin ich gestern Hardcore vom Alter Schaff und die Schulleiterin an und behaupte, dass mein Sohn eine Klassenkamera ins Zimmer geschlagen hat. Das hat er gut gemacht. Also ich finde, es ein kein Mathe schlagen würde. Es lädt sich eher an deiner Erzeugung. Also ich habe meine Kinder gut dazu, es würde sie nicht machen. Mein Sohn hat schon Ende der Klasse Lehrer zu Besuch gefunden. Ich bin so stolz auf ihn. Mein Sohn ist noch ein Schwuchtler, hat schon auf den Bau geschaffen. Hauptsache mit einer Lehre verdient das Geld mit und zahlt Pension. Meine Tochter hat noch keine Lehrstelle, aber ich glaube fest an sie. Meine Tochter ist gestern vom Frauenarzt angekommen und hat mir erzählt, dass sie schwanger sei. Sie wusste nicht mal, wer der Vater ist. Also deine Tochter ist bei mir dann ein- und ausgegangen, also. Ich glaube schon, dass sie Mein Ball! Was ist dein Ball? Dann gib mir einfach meinen Ball, bitte! Ich will zum Ball gehen! Hey, warte mal, ich bin wirklich so fast. Thank you.
der Mann? Schickst du so jede Woche Nachbilder? Ich meine, lauf nochmal an, aus was für einer dreckigen Familie der Mann kommt. Eure Familie versteht sich nicht einmal. Schon ist, grüß Gott. Ja, das ist der Vater von Lukas. Ich muss
Was heißt er kann nicht entschuldigen? Ich weiß nicht, er kann aber nicht in die Joker hören. Das ist mir eigentlich auch gleich, ich muss jetzt geschaffen. Ja, jetzt lass mal zu, wir haben die ganze Berufskunde und dort hat er schon viermal gefehlt. Wie gesehen, das ist ja nicht mein Job, das ist Ihr Job. Und wir schon mal gesehen, ich muss jetzt geschaffen. Also kümmern Sie sich um mal Lukas und nicht ich. Alles klar, adieu. Also das ist wieder mal sowas von typisch. Furchtbar! So, liebe Schülerinnen und Schüler, kommt ihr nicht durch das Lesen. Sind wir jetzt mal alle drei ruhig. Ihr könnt gerade am 5 Uhr nachhaken. Bis um 7 Uhr. Zum dritten Mal ermahnen wir euch schon. Nein, ich mach ihn nur mit. Aber genau, das ist was zu unserem heutigen Thema in der Berufskunde. Heute lernen wir gewisse Regeln, die ihr auswendig können solltet, bis ihr sie im Schlaf beherrscht. Die Welt, die Wirtschaft und die Gesellschaft erwartet von euch. Erstens, Zuverlässigkeit. Zweitens, Lern- und Leistungsbereitschaft. Drittens, Ausdauer, Durchhaltevermögen, Belastbarkeit. Viertens, Sorgfalt, Gewissenhaftigkeit. Fünftens, Konzentrationsfähigkeit. Sechstens, Verantwortungsbewusstsein und Selbstständigkeit. Siebtens, Selbstkritik. Achtens, Flexibilität. Neuntens, Teamfähigkeit. Zehntens, Freundlichkeit und Höflichkeit. Elftens, Konfliktfähigkeit. Zwölftens, Toleranz. Wenn wir gerade beim Thema Toleranz sind, das gehört sich nicht. Hätte ich schon wirklich wohl erhofft. Dazu kommen ganz einfach noch: A. Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift. B. Beherrschung einfacher Rechentechniken. C. Kenntnisse über die Arbeitswelt und wirtschaftliche Zusammenhänge. D. Grundkenntnisse in Englisch und E. Verständnis für unsere und andere Kulturen. So, das wär's. Ganz einfach. Jetzt machen wir eine kleine Gruppenarbeit. Ihr schreibt zu jedem Thema auf, warum eure Mitschüler, Lukas und Melek, daran schreiben werden. Eintrag in mein Tagebuch, Oktober. Ich war nicht viel anders als du, zumindest was den Konsum betraf. 13 habe ich das erste Mal gekippt, logischerweise um cool vor meinen Kollegen zu wirken. Es war eine lange Zeit, in der ich mich komplett in die Droge zurückgezogen hatte. Kontakte hatte ich zu großem Teil nur mit Kiffen und auch mit denen nur, um etwas klarzumachen, chillen oder abhängen und quatschen. Über die Jahre wurde ich zu einem emotionalen Wrack. Ich war ständig nervös, traurig oder hatte Angst. Körperlich war ich auch auf dem Nullpunkt und in einer handfesten Depression. Fakt war, dass ich zu diesem Zeitpunkt keine Lust mehr hatte, dicht zu sein und mein Leben an mir vorbeiziehen zu sehen. Ich war einsam und ängstlich. Jedes Mal, wenn ich kiffte, hatte ich noch mehr Angst, weil mein Blutdruck anstieg, ich Herzklopfen hatte und schwach geatmet habe. Lachflashes gab es längst nicht mehr. Das Heilgefühl war weg. Da wusste ich auch noch nicht, dass Depression auch vom Kiffen kommen kann und es brauchte weiter. Ich habe die ganzen Klischees, die Kiffenpsychose auslöst, dass man hängen bleibt, das Kiffen dumm macht und negative Wirkungen auf Scheiß alles hat, gar nicht wahrgenommen. Ich bin in extremen Stress in der Schule gekommen, womit auch meine Eltern überhaupt keine Freude hatten. Über meine Kollegen habe ich mir Koks aufgetrieben, um fit zu werden und fing an, in der Schule Gas zu geben. Ich fühlte mich, als könnte ich alles schaffen. Bis zu der Zeit, wo ich in eine noch extremere Depression kam. Eigentlich war ich einsam. Eigentlich war ich tot. Thank you.
das Gottezimmer. Ich hoffe, ich sehe mich lang bei euch. Ich wünsche euch eine tolle Zeit zusammen. Wir haben ein Jugendprojekt auf Beine gestellt. Wir sind wieder, wir sind schon!